Unsere Leber ist unser Entgiftungsorgan Nummer 1. Besonders nach Feiertagen hat manch einer mit den Folgen der Überlastung der Leber zu kämpfen. Natürlich arbeitet die Leber auch nach solchen Strapazen immer weiter, aber oft nur noch langsam und sehr angestrengt. Die Folgen einer überlasteten Leber können vielfältig sein. Das typische Völlegefühl kennen wir wahrscheinlich alle. Aber wir sind dann auch müde, wir sind anfälliger für Infekte. Wir können durch diese Überlastung sogar Rückenschmerzen bekommen und manch einer leidet sogar unter Juckreiz, unreiner Haut und Kopfschmerzen. Eine regelmäßige und ganzheitliche Leberreinigung hilft unserer Leber so zu funktionieren, wie sie soll. Uns sollte bewusst sein, dass wir ohne Gallensäure weder Käse noch Torten verdauen könnten. Die funktionierende Leber wandelt Cholesterin in diese Gallensäure um und sorgt so dafür, dass wir sowohl die Käsehappen als auch die fetten Sahnetorten gut verdauen können. Denn nur so funktioniert dann die Fettverdauung in unserem Körper und nur so können wir die fettlöslichen Vitamine auch wirklich aufnehmen. Was vielen auch nicht bewusst ist, unsere Leber ist für die Herstellung von zahlreichen Hormonen und Enzymen zuständig. Damit unser Herz, unsere Augen, alle Gelenke und unsere Nieren funktionieren, ist es notwendig, dass wir eine gesunde Leber in uns tragen. Tausende Enzymsysteme sind dafür verantwortlich, dass unser Körper funktioniert und diese werden eben in unserer Leber aufgebaut. Wenn nur ein einziges dieser Enzymsysteme nicht funktioniert, weil unsere Leber geschädigt ist, leiden wir unter einem enormen Stoffwechselstress. Unsere Leber ist dafür zuständig, sämtliche Giftstoffe aus unserem Blut zu filtern und unschädlich zu machen. Und nur wenn diese Toxine von der Leber unschädlich gemacht wurden, kann unser Körper sie über die Nieren und den Darm ausscheiden. Muten wir nun unserer Leber zu viel zu, kann sie nicht mehr so reagieren, wie es ihre Aufgabe ist. Es wird also nicht mehr so viel Gift aus unserem Körper abtransportiert, wie es nötig ist. Kümmern wir uns nicht spätestens bei den ersten Anzeichen um dieses wertvolle Organ, kann es sein, dass wir anfangen, übelst zu riechen und Parasiten und Bakterien machen sich in unserem Körper breit, bis wir am Ende richtig krank sind. Denn während diesem Prozess wird unser Körper nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt und es bilden sich jede Menge Schlacken, die nicht mehr abtransportiert werden können und unser Bindegewebe verkleben. Und so wird die Versorgung unserer Zellen schlicht und ergreifend verhindert. Aber zum Glück ist unsere Leber dazu in der Lage, sich zu regenerieren. Vermutlich weiß es jeder, dass man ein Stück der Leber transplantieren kann und diese sowohl beim Spender als auch beim Empfänger wieder zur vollen Größe wächst und voll funktionstüchtig ist. Und diese Kraft zur Regeneration können wir uns zunutze machen, wenn wir unsere Leber einmal zu stark strapaziert haben. Man nennt diesen Prozess die ganzheitliche Leberreinigung. Diese ganzheitliche Leberreinigung umfasst mehrere Punkte, von denen ich euch gerne erzählen möchte. An erster Stelle steht, wie immer, wenn es um Gesundheit geht, die Ernährung. Eine basenüberschüssige Ernährung hilft dabei, unsere Leber gut zu entlasten. Und dazu können wir außerdem Lebensmittel einsetzen, die von Hause aus unsere Leber reinigen. Knoblauch ist eins dieser Lebensmittel, denn er enthält schwefelhaltige Stoffe, die genau die Leberenzyme aktivieren, die für die Ausleitung von Giftstoffen verantwortlich sind. Aber auch Selen steckt im Knoblauch. Selen findet man heute nur noch in ganz wenigen Lebensmitteln, aber dieses Spurenelement schützt unsere Leber tatsächlich vor Giften und hilft ihr beim Entgiftungsprozess. Wer gerne Tee trinkt, der sollte auf grünen Tee zurückgreifen. Denn dieser enthält Katechine, die dafür sorgen, dass Fettansammlungen aus der Leber entfernt werden. Wer zum grünen Tee außerdem noch Fenchel, Süßholzwurzel, Löwenzahn und Schafgarbenblätter gibt, der hat einen schönen Reinigungstee für seine Leber zusammengestellt. Um die Leber zu reinigen, sollten wir auch regelmäßig auf grünes Blattgemüse zurückgreifen. Gemeint sind alle Blattsalate, Chicorée, Spinat, Löwenzahnblätter und Rucola. Wer jetzt nicht so der Salatesser ist, kann sich aus diesem Blattgemüse auch einen leckeren Saft machen, indem er alles in den Mixer gibt. Ein Klassiker bei der leberreinigenden Ernährung ist die Avocado. Sie ist voller wertvoller pflanzlicher Fette und aktiviert dadurch die Bildung von Glutation. Glutation schützt unseren Körper vor freien Radikalen und so hilft uns die Avocado dabei, unsere Leber vor einer starken Giftbelastung zu schützen. Walnüsse sollten ebenfalls auf dem Speiseplan stehen, denn sie enthalten L-Arginin, Omega-3-Fettsäuren und, wie die Avocado, Glutation. Und diese drei zusammen helfen der Leber, schädliches Ammoniak auszuscheiden. Achtet bitte immer darauf, die Walnüsse sehr gut zu kauen.
Lecker und bestens für die Leberreinigung sind Radieschen, Rettich und Brokkoli. Alle drei enthalten Senfölglykoside und diese regen die Leber- und Gallentätigkeit an. Wenn es gerade nichts Frisches gibt, solltet ihr einfach die entsprechenden Sprossen ziehen. So habt ihr immer etwas Frisches greifbar, das ihr in die tägliche Ernährung integrieren könnt. Das waren die wesentlichen Punkte zur leberfreundlichen Ernährung. Zusätzlich solltet ihr immer auf einen gesunden Darm achten. Durch eine vernünftige Ernährung ergibt sich das zwar oft von alleine, aber man sollte ihn regelmäßig und insbesondere während einer Leberkur mit einem guten Probiotikum unterstützen. Studien zufolge konnte eine Fettleber innerhalb von 30 Tagen massiv zurückgebildet werden, dank der Einnahme von Probiotika. Auch Bitterstoffe sind enorm wichtig für uns. Leider wurden viele Gemüsesorten inzwischen so gezüchtet, dass sie kaum noch Bitterstoffe enthalten. Dabei benötigen wir sie dafür, damit Gallensaft ausgeschüttet wird, unsere Bauchspeicheldrüse richtig funktioniert und dafür, dass eben unsere Leber in Ordnung ist. Wer Probleme beim Abnehmen hat, sollte übrigens auch immer auf Bitterstoffe zurückgreifen. Denn mit diesen wird der gesamte Stoffwechsel angeregt und Verstopfungen verhindert. Nutzen könnt ihr dafür Bitterbasenpulver oder alkoholfreie Kräuterelixiere. Und natürlich Löwenzahnwurzelextrakt oder Blattpulver. Beim Würzen solltet ihr auf Kurkuma zurückgreifen. Denn tatsächlich kann der enthaltene Stoff Kurkumin geschädigte Leberzellen wieder regenerieren. Dazu verkleinert er noch angeschwollene Lebergänge und verbessert die Funktion der Gallenblase. Und ihr wisst ja sicher, dass ihr Kurkuma immer zusammen mit Pfeffer zu euch nehmen solltet, um die Wirkung zu erhöhen. Ein weiterer Klassiker, wenn es um die Leber und Verdauung geht, ist die Mariendistel. Sie darf bei keiner Leberreinigungskur fehlen, denn sie fördert die Neubildung von Leberzellen und sorgt für eine bessere Durchblutung der Leber. Und eine weitere typische Leberpflanze ist natürlich die Artischocke. Sie bringt den Gallenfluss wieder in Schwung und bindet Gifte und das entlastet die Leber natürlich enorm. Und ganz zum Schluss wird es dann noch feurig. Wenn ihr euer Essen verstärkt mit Chili würzt, unterstützt ihr eure Leber und schützt sie vor einer Zirrhose und sogar Leberkrebs. Schuld daran ist das Capsaicin, das dafür sorgt, dass Chilischoten scharf schmecken und die Leber vor schädlichen Stoffen schützt. Optimal bei einer Leberkur wäre natürlich auch eine Darmreinigung. Dies würde für dieses Video aber dann doch zu viel Stoff werden. Deswegen belasse ich es dabei und fasse nochmal kurz zusammen. Um die Leber zu reinigen, solltet ihr Folgendes in Angriff nehmen. Auf eine basenüberschüssige Ernährung umstellen, viel grünes Blattgemüse zu sich nehmen, leberreinigenden Tee trinken, Rettich, Radieschen und Brokkolisprossen in den Alltag integrieren, Walnüsse essen, Avocado und Artischocken essen, mit Kurkuma, Pfeffer und Chili würzen, Bitterstoffe zu sich nehmen und den Darm mit Probiotika unterstützen. Alles in allem klingt das doch gar nicht schwer und für mich persönlich sogar sehr lecker. Natürlich gibt es das meiste auch als Nahrungsergänzungen. Ich habe euch das ein oder andere zusammengetragen und verlinke es in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar. Und jetzt noch etwas, was ich schon seit Jahren nicht mehr gesagt habe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke drückt. Ich danke euch fürs Hinhören. Passt gut auf euch auf, eure Sandra.